So, ein bisschen Gold. Der Flammentanzring. Ein Ring ist ein kleines Band, bla bla bla. Das ist eigentlich nur der Standardtext. So, damit hätten wir eigentlich alles, aber... Nö. Wir gucken uns hier weiter um. Ganz konsequent. Gehen einmal um den freundlichen Arm herum. Ist ja nicht mehr so viel. Genau. Ja, der freundliche Arm ist ein großes Gebäude in der Mitte der dieser Burg. Verschont keinen! Für die Gefallenen! Genau, verschonen wir keinen. Immerhin haut gleich mal den ersten um. Beziehungsweise ballert ihn um. Was? Nichts. Der zweite ist auch schon tot, bevor wir überhaupt nah genug an ihn rankommen. Ja. Immerhin eben. So. Wir müssen auch gucken, dass wir uns dann wieder mit Steinen und Pfeilen eindecken. Das hätten wir eigentlich gleich machen können. Bevor wir nach Ulcaster gehen. Aber ich denke mal, das können wir kurz im Berikost machen. Da können wir nämlich auch bessere Schleuderkugeln kaufen. Die wären im Ulcaster-Gebiet schon mal gar nicht so verkehrt. So, hier am freundlichen Arm an der Außenmauer vorbei. Weiter gehen Süden. Und dann haben wir es auch schon bald geschafft. Na, ich denke mal, hier im Süden sind keine Goblins mehr. Etwas anderes, was mir mehr Erfahrungspunkte bringen würde, würde mir gefallen. Und dann können wir auch den freundlichen Arm abschließen. Und brauchen den nicht mehr besuchen. Und ich glaube, bevor wir dann nach Ulcaster gehen, werden wir erstmal wieder einen Block im Berikost abschließen. Also einen Wurmblock. Dass wir das auch nachher nach und nach mal aufdecken und hinter uns haben. Und glaubt mir, Berikost ist gar nichts im Vergleich zu Baldur's Gate. Das hier oben. Das hier sind nämlich 9 Gebiete. 3x3. Das ist 1, das ist 1, das ist 1. Dann ist das hier 1, da, 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 da und da. Und dann noch natürlich die Brücke. So, wir müssen hier rum. Und haben alles um den freundlichen Arm, außer das Fitzelchen da oben, aber das können wir ignorieren. Aufgedeckt. Ja, Emuel meint natürlich mal wieder, sie könnte irgendwelche halsbrecherischen Wege gehen, aber das klappt dann leider nicht immer. Das war ich beinahe unter meiner Würde. So, ich denke mal, Talisa kann auch schnell alleine da reingehen. Wenn niemand besser geeignet ist. Obwohl, kommen wir sicherheitshalber alle mit. Das ist nichts leichter als das. Dum -dum 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 -dum.
Hallo. Nicht leichter als das. Wir haben deinen Flammentanzring. Ich danke euch. Diesen Ring bekam ich geschenkt, als ich allein von zu Hause auszog. Ich könnte nicht ertragen, wenn ihn ein so stinkender Hobgoblin hätte. Ihr habt ein gutes Herz, das werde ich allen sagen, die mich nach euch fragen. Orion wäre auf eure Taten stolz. Ja, einmal Gruppenverbesserung und Erfahrung. Ich habe einen Flammentanzring zu Joia in den freundlichen Arm zurückgebracht. Sie zeigte sich sehr dankbar, obwohl sie mir keine Goldmünzen dafür geben konnte. Naja, sie wurde ausgeraubt. Aber wir können jetzt genau das hier an uns nehmen. Also auf gut Deutsch, das, was sie hier zurückgelassen hat. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer kann... Beinahe unter meiner Würde. Nein, Yahira, du wirst nicht die Anführerin der Gruppe. Nur das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, wo... Übrigens, in Baldur's Gate 2 gibt das Öffnen von Schlössern und das Entschärfen von Fallen auch noch Erfahrungspunkte. Da kommt man dann doch etwas leichter an Erfahrungspunkte ran als hier. So, Berigost. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal den nördlichen Häuserblock hier an. Wir hatten den hier schon und wir hatten den hier schon. Hier waren wir noch nicht und hier waren wir noch nicht. Beinahe unter meiner Würde. Also nehmen wir einfach mal den, wo wir hier gleich sind. Gehen dann zum Schmied. Also hier hinten hinter den Häusern ist schon mal so ein Garten. Und der ist im Gegensatz zu dem im freundlichen Arm auch grün. Also nicht so heruntergekommen. Was schon mal ganz okay ist. Die Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Ja, das denke ich auch. Talisa hat zwar jetzt einen kleinen Rückschlag, dadurch, dass sie mit einem Knüppel bewaffnet ist, mit dem sie kaum umgehen kann. Aber da muss sie leider jetzt durch. Dafür kann sie jetzt für eine Weile Zauber sprechen und ich denke mal, wir dürften auch durch Larswood, Paidvale und Caster so durchkommen. Mich kümmert's nicht, hier lang! So, Imoin, du hast 1, 2, 3. Wie viele Häuser hast du denn? 1, 2, 3, 4, 5. Aber das dürfte nicht so lange dauern. Hallo, hier drin. Hier lang! Hier ist ein Kind, das uns verraten könnte. Mama hat gesagt, ah, du machst mir Angst. Ich habe gar nichts genommen, ehrlich. Ich wollte doch nur gucken, ob jemand da ist, sonst nichts. Einer muss doch aufpassen, denn ich weiß genau, dass sie wiederkommen. Die Greycasts sind doch nur zu Besuch nach Baldur's Tor gegangen und eigentlich müssen sie schon wieder zurück sein. Ich werde hier warten, bis es soweit ist. Ich bin jetzt mal neugierig. Der Junge ist ja eigentlich selber ein Einbrecher. Ja. Der verpfeift uns nicht. Sehr gut. Das heißt, wir können uns hier in Ruhe umsehen. Das scheint hier ein etwas nobleres Haus zu sein, auch wenn ich das Gold, was ich jetzt gerade genommen habe, nicht gebraucht hätte. Da war Imoin einfach mal gierig. Ja, die 5 Goldmünzen und die Lederrüstung lassen wir auf jeden Fall liegen. Und verschwinden wieder von hier. Denn ich verschwinde jetzt. So. Nächstes Haus. Ich hab genug davon. Da läuft schon mal einer rum. Hallo? Hey Freund!
Du, das ist fundig, so eine die Banditen sind im Moment so schlimm wie nie. Als die Mine in Naschke den Betrieb wieder aufnahm, gab es mehr Überfälle auf die Karawane als jemals zuvor. Die verdammten Räuber müssen Partner der Kobolde sein, die in den Minen getötet wurden. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Jupp. Das konnten wir ja schon ziemlich gut nachweisen, dass Tazok dahinter steckt. Also Tazok mit seinen Räubern. Mama, da ist jemand im Haus. Haut ab, sonst kriegt ihr was ab. Wenn Papa kommt, gibt's tüchtig auf den Hintern. Okay. Die haben nur ganz wenig Gold hier drin. Hier ein Buch. Und hier auch nicht wirklich was Lohnenswertes. Wie gesagt, ich guck hauptsächlich nach Tränken und so. Aber Badewannen haben sie alle. Ich hab genug davon. Sind schon mal hygienische Leute, die Leute hier. Denn ich verschwinde jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich guck dann auch noch gleich das Fitzelchen hier an. Weil die fünf Häuser sind ja schnell abgeklappert. Oh, abgeschlossen. Ja. Hallo. Oh, habt ihr mich erschreckt? Ich bin keine Fremden mehr gewohnt. Das Reisen ist hier inzwischen viel zu gefährlich geworden. Bleibt bitte nicht zu lange hier. Die Kinder sind gegenüber jedem, den sie nicht kennen, misstrauisch geworden. Und es ist schon schwer genug, sie ruhig zu halten, wenn nur ich da bin. Wenn doch nur mein lieber Gatte nicht in die Minen gegangen wäre. Ja. Ah, wenn ihr nicht sofort geht, rufe ich jemanden, der euch hinaushelfen wird. So, Kinder? Hier sind keine Kinder. Die sind wahrscheinlich rumtollen. Okay, das hier ist auch ein kleines, armes Haus. Hier werden wir nichts holen können. So, gucken wir mal hier rein. Oh, hier ist auch abgeschlossen. Einbrecher sagt, was ihr hier macht, oder die Wachen setzen eurem Leben ein Ende. Kein Grund, die Wachen zu rufen. Ich wollte dieses schöne Haus nur mal von innen sehen. Ich weiß nicht, ob ihr nur schwachsinnig seid oder lügt, aber das ist wahrscheinlich auch besser für euch. Ich gebe euch die Chance abzuhauen, bevor ich die Wachen rufe. Ihr solltet euch euren nächsten Schritt besser überlegen. Ja, ich kletter oben aus dem Fenster. Ich hab genug davon. Ein Heiltrank, den nehmen wir, und die 51 Goldmünzen. Auch weil der uns als Schwachkopf bezeichnet hat. So, die Bücher wollen wir nicht. Hier lang. Und an die Truhe kommen wir leider nicht dran, weil der wie ein Presser daneben steht. So, letztes Haus hier. Das ist mal zur Abwechslung offen. Ich hab genug davon. Die steht hier in der Küche. So, bevor ich das plündere, in der Hoffnung, dass mich niemand sieht, nehme ich den Edelstein an mich. Oh. Okay. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, so ist sie nicht hinter uns her. Die gute Dame. Hallo, Kumpel. Hallo. Was hat mein Gesicht? Wer gibt euch das Recht, in mein Haus einzudringen? Die Macht gibt mir das Recht. Mich interessiert nur, was ihr da macht. Was ich mache, geht euch nichts ran, raus, oder ich rufe die Wachen. Ja, wir gehen über dein Dachgeschoss raus. Ich verschwinde jetzt. Da ist nur ein bisschen Geld drin. Da schlafen zwei und da ist wohl die Toilette. Ich hab genug davon. Tja, und die steht jetzt hier wie ein Presser. Okay. Denn ich verschwinde jetzt. Was?
Gut. Dann gucken wir uns das schwarze Ding hier an. Das hier sieht nämlich etwas größer und besonders aus. Ihr habt gerufen, hier lang. Also Emoin geht einmal um den Zaun drumherum, um alles aufzudecken. Speed Potion oder sowas wäre dabei nicht schlecht eigentlich. Aber ich glaube, unsere letzte Speed Potion haben wir bereits verbraten.